Liebe Ricarda, alles Gute zum 30. Geburtstag. 30 Jahre inzwischen jetzt sind vergangen, seitdem du das Licht der Welt erblickt hast. Und die letzten Jahre hast du damit verbracht, in der Politik Karriere zu machen und hast ein paar falsche Schlüsse gezogen aus bestimmten Ereignissen, die offensichtlich dazu geführt haben, dass du Parteivorsitzende geworden bist. Das muss nicht unbedingt linear so weitergehen, liebe Ricarda. Ein paar Tipps hier zum 30. wie das nächste Jahrzehnt hoffentlich für dich etwas besser verlaufen kann als die letzten Jahre. Der erste der Tipps wäre, dass weniger mehr ist, liebe Ricarda. Weniger ist mehr. Also jede Woche 1, 2, 3 Talkshows. Selbst wenn sie dich unbedingt drin sitzen haben wollen, die Illner, die Maischberger, ja, der Klammroth, sag doch mal nein. Nein, die Leute haben irgendwann auch die Nase voll, wenn sie dich zu oft sehen. Ja. Dann ist natürlich Reden selber Schweigen Gold. Das heißt, jeden Sonntag irgendwelche Parolen auswendig zu lernen, neue Begriffe einzuüben. Lass es. Sprich lieber auch mal spontan. Ja, das werden dir die Leute eher abnehmen als diese auswendig gelernten. Hier Sätze ohne großen Inhalt. Leere Phrasen, leere Worthülsen, davon hat man einfach die Schnauze voll. Ja, liebe Ricarda, lass es sein, kehr um, denk da nochmal drüber nach. Pass ein bisschen auf dich auf, du bist übergewichtig. Ich weiß, du willst es nicht hören, man darf es eigentlich nicht aussprechen, aber mit 30 vielleicht jetzt doch der Hinweis, mens sana in corpore sano. Ja, liebe Ricarda, Essex hat daraus einen Turnschuh, eine Marke gemacht. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und wenn es so weitergeht, dann wird es nichts. Deshalb achte auf dich, ernähr dich ordentlich, beweg dich ein bisschen mehr. Weniger Talkshows, lieber ein paar Spaziergänge mehr. Das tut allen gut, den Bürgern im Land. Es tut dir persönlich gut. Und wir wünschen dir da hingehen nur das Allerbeste, ja, von Herzen. Wer möchte denn, dass du mit 35 dass dich vom Stangerl haut? Niemand, ja. Und deshalb beherzige diesen Rat, mach ein bisschen weniger, tritt kürzer, versuch einfach die Leute weniger von oben herab zu behandeln, denn du bist zwar jetzt 30, ja, aber es gibt Leute hier, die sind auch schon 40, ja, die haben studiert, die haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, die können selber nachdenken und die können sagen, liebe Ricarda, wir verstehen das vielleicht besser als du. Ja, und vielleicht solltest du diesen Leuten dann durchaus auch zuhören. Und wenn es auch nur ganz einfache Bürger sind, ja, ganz einfache Bürger, die sich hier vor einer Kamera zum Beispiel hinhocken und sagen, hey, sowas mache ich eigentlich ungern. Ja, ich zeige hier mein Gesicht, ich habe damit nichts am Hut an und für sich, aber mir geht die Politik, die ihr macht, so auf den Sack, ja, liebe Ricarda, so dermaßen auf den Sack, dass ich das mache. Ja, und dann sollte man doch vielleicht irgendwann mal hinhören, wenn die Bürger sowas machen. Ja. Also, in dem Sinne, alles Gute.